Gerüchte gab es schon länger. Heute wurde aus dem Verdacht Gewissheit. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz kommen sogenannte Staatstrojaner zum Einsatz. Mit dieser Software ermitteln Behörden in Computern. Die Nachricht hat Empörung ausgelöst. Viele Fragen sind offen, auch in Bundesbern. Wer schnüffelt in fremden Computern? Ist das überhaupt erlaubt? Und was den User besonders interessieren dürfte, wie kommt der Trojaner ins Notebook? Der Bericht von Bettina Ramsayer und Samira Matta. Das Auge des Staates reicht bis in den privaten Computer. Behörden lesen und hören mit. Dies bestätigte heute das eidgenössische Justizdepartement EJPD. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und des Kantons Zürich haben in einzelnen Fällen solche Software zur Klärung schwerer Verbrechen eingesetzt, auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft und mit Genehmigung des zuständigen Zwangsmaßnahmengerichts. Der Rechtsanwalt Martin Steiger hat sich auf IT-Fragen spezialisiert. Er ist überzeugt, diese Schnüffelaktionen sind illegal. Ich halte den Einsatz, die Bestätigung für verheerend. Zum heutigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass es in der Schweiz dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Der Trojaner gelangt über das Internet oder einen USB-Stick auf den Computer. Unbemerkt überwacht er die Aktivitäten des Nutzers. Zum Beispiel liest er mit bei Mails oder kann Internettelefonate über Skype abhören. Diese Daten leitet der Trojaner weiter an die heimlichen Überwacher. Der Einsatz von Bundestrojanern bedeutet einen gravierenden Eingriff in die Privatsphäre der betroffenen Bürger, weil ihr Computer wird gesamthaft überwacht. Es wird alles heimlich überwacht, was sie ihrem Computer machen. Grundsätzlich kann alles abgerufen werden. Das empört auch Florian Mauchle. Der Informatiker und Jurastudent setzt sich in der Piratenpartei für weniger Staatseinfluss ein, besonders im Internet. Auch wenn offiziell ein Polizist den Trojaner auf einem Computer tun hat, kann jemand technisch versiert, mit sehr geringem Aufwand den Trojaner übernehmen und ihren Computer steuern. Also es wäre auch gefährlich? Definitiv, ja. Weil der Trojaner sollte ja eigentlich nicht ein Scheunentor bei Ihnen am Computer öffnen, wo jeder beliebige Cyberkriminelle sich bei Ihnen auf Ihrem Computer herumschlagen kann. Das Justizdepartement rechtfertigt sich. Man habe Trojaner nur in schweren Fällen, zum Beispiel bei organisierter Kriminalität oder Mord, eingesetzt. Nun stehen die Behörden unter Beobachtung. Jetzt reagiert die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates. Heute traf sie sich zu einer außerordentlichen Sitzung und verlangte von den zuständigen Stellen eine Erklärung. Morgen will die Kommission über das weitere Vorgehen informieren.